Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Weihnachtsmann Maxim Giacomo Video 2020. Spaß beiseite, das Ganze ist heute ein sehr, sehr ernstes Thema. Ich möchte etwas Schönes mit was Nützlichem verbinden. Ich hatte euch vor knapp einem Jahr, im Januar 2020, versprochen, dass ich so oft ich kann meine, egal wie klein sie ist, Reichweite für etwas Gutes nutzen möchte. Und wir haben Anfang des Jahres ungefähr 500 Euro an Australien für Koalabären gespendet. Dieses Jahr hatte ich gesagt, zum Ende des Jahres wollte ich das Ganze gerne aber lokal machen. Es gibt auch bei uns in Deutschland viele, viele Familien, die gerade ums Überleben kämpfen müssen. Und ich möchte einigen Familien zumindest, beziehungsweise einigen Kindern helfen. Eigentlich war geplant, dass ich Spielzeuge sammle und die an Kinder weitergebe. Das ist leider in dem Maß, wie ich es mir gedacht habe, nicht möglich, zumindest nicht in dieser kurzen Zeit, was mir eigentlich das Herz bricht. Deswegen habe ich mir aber was anderes überlegt. Und zwar möchte ich 10 Leuten von euch einen Wunsch erfüllen, einen Make-up-Wunsch, einen kleinen. Und der Gewinn wird an die Arche hier in Berlin gespendet. Das ist mir persönlich wichtig. Ich weiß, wie es ist, wenn man wenig Geld hat. Und ich möchte das zumindest, dass die Kinder an Weihnachten ein bisschen Freude haben können. Und das Ganze wird wie folgt ablaufen. Ich erkläre euch ganz kurz, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe einige von euch angeschrieben, nachdem ich euch bei Instagram gefragt habe, was sie sich niemals selber kaufen würden an Make-up-Produkten. Und ich habe eben die Bestellungen für 10 der Leute abgeschickt. Ich packe euch zwischendurch mal ein paar Screenshots rein. Ich muss immer ein bisschen gucken, wie ich das mache mit dem Datenschutz. Aber ich werde mich mit den Produkten, die ich gerne an euch weitergebe bzw. gekauft habe, hier in dem Video benutzen, dass ihr so ein bisschen was Make-up-mäßiges drin habt. Und ich werde das Video extra künstlich in die Länge ziehen und mehrere Werbeblöcke in dieses Video mit einbauen. Verzeiht mir bitte, aber ihr wisst, und ich bin da sehr transparent mit euch, je mehr Werbung ich in ein Video packe, desto mehr Gewinn kann ich mit diesem Video machen. Und je öfter dieses Video angeschaut wird, je öfter dieses Video geteilt wird und je öfter ihr es einfach durchlaufen lasst und die Werbung durchlaufen lasst, macht es nachts, macht euren Computer an, lasst das Video so oft durchlaufen, wie ihr könnt, wie ihr wollt. Ich gebe dem Ganzen 2 Wochen Zeit, dass ich vor Weihnachten bzw. in diesem Jahr diese Spendenaktion auch noch durchführen kann und abschicken kann, damit das Geld rechtzeitig bei den Leuten ankommt, die es gerade brauchen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, die Werbung nicht überspringt, wobei überspringt sie, ich packe am Ende ganz viel Werbung rein. Ich denke mal, das Video wird eine halbe Stunde gehen oder 25 Minuten und einen Teil davon werde ich einfach einen Blackscreen haben mit einem Standbild oder was weiß ich und da die Werbeblöcke auch mit reinknallen, damit einfach so viel Geld wie es geht, durch dieses Video generiert werden kann. Letztes Mal hat das Ganze schon sehr, sehr gut geklappt. Das Video hat alleine, glaube ich, 300 Euro gemacht. Jetzt zu Weihnachten ist das Geld, was wir als YouTuber kriegen, natürlich noch ein bisschen größer. Ich bin da transparent mit euch, deswegen packe ich da auch mehr Werbung rein und mache das Video länger, damit das Ganze, der Gewinn aus diesem Video direkt weitergehen wird. Gewinn heißt, das klingt vielleicht doof, nicht das Geld, was ich ausgebe, um 10 Leuten die Wünsche zu erfüllen. Das zahle ich aus meiner Tasche, aber das, was am Ende übrig bleibt, geht somit weiter. Und ich freue mich, dass ihr da seid und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt und das Video gerne teilt. Mir ist es ganz, ganz wichtig und ich wünsche mir, dass, wenn wir dieses Jahr eins gelernt haben, dass wir zusammenhalten müssen und ich möchte mit gutem Beispiel da vorangehen. Mir ist es wichtig, Familien und vor allem auch Kinder zu unterstützen, die wenig Geld haben. Und ja, deswegen machen wir heute das Video. Freunde, es war wirklich, wirklich süß. Ich hatte euch ja so ein bisschen nebenbei gefragt, was ihr euch wünscht. Und es waren wirklich teilweise sehr bewegende Wünsche da von Leuten, die gesagt haben, sie möchten kein Make-up haben. Aber ich wollte euch auch einfach ein paar Produkte schenken, die ihr euch vielleicht selber niemals kaufen würdet, weil sie im Moment einfach zu teuer sind. Und das möchte ich, ich würde am liebsten jedem von euch alles ermöglichen, was geht, weil ihr mir alles ermöglicht, was geht. Aber ein Wunsch war beispielsweise der Hydro Grip Primer und den habe ich auch selber. Ich mag den auch sehr, sehr gerne und den benutze ich auch jetzt einfach mal. Der geht direkt an die kleine Maus, die sich den gewünscht hat. Ich will nicht, dass das Video falsch rüberkommt, weil mir ist es persönlich wichtig, dass wir als Community mehr sein können als nur oberflächliche Beauty-Videos und Beauty-Mäuse. Ich weiß, ich habe nicht die größte Reichweite und deswegen bin ich auf euch da sehr drauf angewiesen, dass ihr dieses Video so oft es geht teilt und auch gerne bei Facebook, bei WhatsApp, wo auch immer ihr wollt, dass viele Leute das sehen. Ihr könnt auch gerne dazu schreiben, hey, die Einnahmen dieses Videos, die durch die Werbung eingenommen werden, werden zu 100%
abzüglich der Steuern. Ich muss es dazu sagen, sonst gibt es Ärger. Wenn gespendet, das ist eine gute Sache. Und ich weiß, dass viele von euch auch dieses Jahr gerne etwas gespendet hätten, es aber einfach aufgrund der aktuellen Situation nicht geht. Und ich möchte euch mit eurem Engagement und eurem Support, den ihr mir gebt, und ihr unterstützt mich damit natürlich so oder so, einfach die Möglichkeit geben, dass ihr auch was Gutes tut, indem ihr dieses Video einfach laufen lasst und euch die Werbung anschaut oder lasst es nachts laufen, Freunde. Das ist am Ende völlig egal. Ich bin nicht sauer auf niemanden, wenn hier jemand sagt, nee, ich möchte das Video nicht gucken. Mein Gott, aber lasst es laufen, damit wir so viel Geld wie geht zusammenkriegen. Mein großes Ziel sind 1000 Euro. Das müssten einige Views werden, dass ich 1000 Euro kriege. Aber das liegt an euch, wie ihr das supportet. Auf jeden Fall freue ich mich, euch ein paar von euch die kleinen Wünsche zu erfüllen, und die Foundation einmal eingearbeitet und die sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ganz oft wurden Natasha Denona Paletten gesagt und es gab, glaube ich, 5 oder 6 Mädels, die ich auch Natasha Denona Paletten schicke. Das werden die kleinen sein, damit ich habe ja auch ein begrenztes Budget, dass ich vielen von euch die vorbeischicken kann. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dieses Jahr an Weihnachten esst. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Sache. Ich mache jetzt einfach ein Quatschvideo, schminke mich hier parallel so ein bisschen und erzähle euch so ein bisschen, was gerade abgeht. Ich hatte heute ist Freitag, der 27. November. Also es dauert so ein bisschen, bis das Video online geht. Viele von euch haben sich eine Natasha Denona Palette gewünscht. Und den Wunsch möchte ich euch natürlich auch erfüllen. Ich kann natürlich nicht jedem die große Bronze-Palette für 70 Euro schicken. Das geht nicht, aber ich glaube, auch eine Kleinigkeit, das ist einfach, das soll nur so ein Zeichen meiner Dankbarkeit sein, und das möchte ich euch erfüllen. Deswegen schminke ich auch gleich einen Look mit der Natasha-Palette. Es gab auch ein paar Mädels, die sich eine Jeffree Star-Palette gewünscht haben. Die Mädels, die sich die gewünscht haben, kriegen meine. Ich habe tatsächlich 2 Paletten hier, die original verpackt und ungeöffnet sind, die ich damals gekauft hatte. Und dann mich nachträglich entschieden habe, dass ich diese nicht mehr auf meinem Kanal reviewen werde. Genauso wie sich jemand eine Naked Reloaded Palette gewünscht hat. Natürlich, die ist unbenutzt, die geht direkt an dich. Jemand hat sich meine Palette gewünscht und das möchte ich natürlich ermöglichen. Die Palette ist zwar aktuell auch noch zu kaufen oder wieder zu kaufen. Ich habe hier natürlich aber auch einen kleinen Backstock an Paletten, die ich gerne an euch weitergebe. Ich sette das Ganze mit dem Anastasia-Puder. Das mag ich tatsächlich ganz gerne, um zu baken. Also am Anfang kam ich damit gar nicht klar, aber es wird besser. Also jetzt mittlerweile mag ich es sehr gerne. Ich würde es mir, glaube ich, nicht mehr nachkaufen. Was ich nicht mag, ich glaube, das habt ihr schon gesehen. Das hier von Kat Von D. Also, was heißt, ich mag es nicht? Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ob ich es mag. Wir tragen es jetzt einfach nochmal auf hier. Also beim ersten Mal hat es mir nicht gefallen, aber da hatte ich auch ganz, ganz viele verschiedene neue Produkte getestet. Aussieht, naja, also ich sehe schon sehr pudrig aus, aber you know what, das ist hier standardmäßig vertreten. Ich habe heute richtig viel zu tun. Ich hatte, wie gesagt, heute schon 2 Videos gedreht, ein Foto mit diesem Lutscher. Falls ihr von Instagram kommt, wisst ihr, warum dieser Lutscher, warum der hier ist. Welcher erwachsene Mensch kauft... Das war so geil. Das war so cool, muss ich euch erzählen. Ich habe den heute Morgen um 6 Uhr gekauft. Bin zum Kiosk hier bei mir gegangen. Und ich so, hallo, guten Morgen. Ganz unangenehme Frage, aber haben Sie Lutscher? Und sie guckte mich so an. So. Ich so, ja, ich bräuchte 2 Lutscher. Am besten rote Lutscher. Und sie so, aha, was wollen Sie denn heute machen? Ich so, naja, ein Foto. Das war mir richtig unangenehm. Okay, Base sieht gut aus. Meine Under Eyes sind nicht mehr vorhanden. Wir konturieren ein bisschen. Und da hat sich jemand den Charlotte Tilbury Bronzer gewünscht. Auch der geht einmal direkt an dich raus. Ich habe das Ganze direkt von Sephora an euch oder von Douglas, je nachdem, an die Zuschauer schicken lassen. Und das ist ein ganz, ganz toller Bronzer. Gibt den auch in mehreren Farben. Und was ich toll finde, so im Zuge von Natur- und Umweltschutz, man kann die austauschen. Also man kann sich nur dieses Innenleben kaufen. Ich habe es tatsächlich noch nirgendwo gesehen, dass man sich das einzeln kauft. Aber ich war bei dem Launch-Event, beim digitalen Launch-Event von dem Bronzer dabei. Und da wurde das gesagt. Und dann glaube ich das. Okay, Bronzer ist drauf. So mag ich das ganz gerne. Es fehlt ein bisschen Blush. Und auch jemand hatte sich eine Natasha Denona Blush gewünscht. Da kriegt sie diesen hier. Ich will euch natürlich auch nur Sachen geben,
wo ich weiß, dass sie funktionieren. Das ist einmal der Mini Bloom Blush, wundervoller Ton. Schaut euch das an. Sofort ein bisschen gesünder, ein bisschen frischer. Ich schaue mal parallel, ob jetzt noch jemand geantwortet hat auf meine Nachrichten. Maxim, das kannst du doch nicht machen. Allein der Gedanke ist so lieb. Wie gesagt, seid bitte nicht traurig, wenn ich euch in dem Fall nichts geschickt habe. Aber ihr habt noch die Chance. Achtung. Übrigens, ich blende euch hier mal ein Foto ein, wie mein Wohnzimmer gerade aussieht. Ich habe in den letzten Wochen haufenweise Pakete gesammelt. Insgesamt gibt es 24 Gewinnspiele bzw. Pakete, Weihnachtspakete in Weihnachtspapier verpackt für euch, die ich euch schicke. Also auch da könnt ihr gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Wir probieren jetzt mal leicht diesen Highlighter hier aus. Der ist von Charlotte Tilbury. Den hatte sich keiner gewünscht, aber... okay. Ist ein erwachsener Highlighter. Bisschen softer. Aber kann man gut aufbauen. Ach ja, der sieht nett aus. Mhm. Cute. Einer meiner absoluten Lieblingsprodukte aktuell, und das wird definitiv mit in meine Jahresfavoriten kommen, wenn ich dran denke, ist der Bronzer von Lou und Love. Also Freunde, das ist so ein tolles Produkt. Love, hit me up. Lasst uns einen Bronzer rausbringen. Und zwar ein Standardsortiment. Nicht immer nur diese Limited Editions. Wir wissen mittlerweile, dass die Bronzer von Love sehr, sehr gut sind. Okay, ich schminke mir einen kleinen Look mit der Natasha Mini Nude Palette. Die gehen mindestens an 5 Leute von euch, weil ihr die so schön fandet. Und dann solltet ihr die auch kriegen, oder? Ich gehe jetzt hier in den Ton rein. Das sind super Paletten, also da kann man nichts sagen. Ich finde tatsächlich auch die von Catrice ist eigentlich fast noch besser als die, für den Preis zumindest. Aber euer Wunsch ist mir Befehl. Es wird ein sehr, sehr natürlicher Look. Ich plane nämlich gleich ein Foto zu machen, wo ich aus dem Sack des Weihnachtsmanns komme. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, vielleicht nicht. Dann hat es entweder nicht geklappt oder es wird noch gepostet. Aber bis Ende des Jahres solltet ihr dieses Foto auf jeden Fall gesehen haben. Schaut mal, wie schnell das geht. Ich baue hier einfach so ein bisschen auf. Und dann verdunkeln wir das Ganze mit diesem dunklen Rot. Und das setze ich mir hier außen hin. Das ist ein Braun, ne? Ist gar kein Rot. She's cute. Ja, also mit diesen Natasha Denona Mini Paletten, ich verschicke einfach verschiedene. Da gibt es ja auch ganz viele. Süß. Ich mache mir jetzt mal so ein Halo-Eye und blende das dann einfach hier nochmal so ein bisschen weiter aus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Weihnachten schminkt. Habt ihr da schon eine Idee? Wollt ihr, dass ich euch da vielleicht eine Look-Inspiration gebe? Das könnt ihr mir gerne einmal reinschreiben, weil vielleicht schminke ich so ein paar Weihnachtslooks nach. Wollte ich einen Adventskalender dieses Jahr machen, einen Video-Adventskalender, aber Freunde, verzeiht mir bitte, ich schaffe es nicht, 24 Videos zu machen aktuell. Ich bin so ausgelastet gerade und ich möchte euch halt auch nicht nur so Trash-Content geben, sondern schon das, was euch interessiert. Auf mein bewegliches Lid gehe ich in diesen Ton hier rein. Das ist so ein schönes Schimmer. Das ist halt super metallisch, ne? Das seht ihr sofort. Ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen was mit reinmischen, weil mir ist das gerade ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt. Ich nehme jetzt hier die Weihnachtspalette von BH Cosmetics und gehe mit der Farbe Juliette, weiß ich nicht, hier noch mal rüber und verdunkel das Ganze noch mal richtig mit Hot Cocoa. So will ich das. Schaut mal, hier so ein bisschen ausgesmoked hier hinten. Okay, auf meine Lippen. Was machen wir denn da? Komm, meine liebste Farbe überhaupt ist... ich habe hier ganz viele Sachen von Charlotte Tilbury. Die lasse ich zu. Die schicke ich an euch on top einfach weiter. Dann wird es noch ein 11. Paket geben. Ich nehme jetzt hier von Maybelline die Farbe Seductress. Und zum Abschluss gibt es noch ein Setting Spray. Das wurde sich nämlich auch gewünscht. Und zwar das All-Nighter Setting Spray. Selbstverständlich ist das auch bestellt. Es waren ganz viele wirklich bescheidene Wünsche auch mit dabei. Und ich gucke mal, es wird ja jetzt sicherlich noch ein bisschen was dazukommen, dass ich auch viele davon erfülle. Ich schaue, was ich da habe. Ansonsten wird einfach alles bestellt für euch, was geht. Freunde, von meiner Seite war es das an dieser Stelle. Das Video wird ab diesem Moment jetzt noch ein bisschen weitergehen mit einigen weiteren Werbeblöcken. Vielleicht mache ich ein Loop, wie ich tanze oder so. Mal schauen, wie ich das mache. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video so oft ihr könnt teilt, so oft ihr könnt anschaut, die Werbung durchlaufen lasst
und alles wird dann, wenn alles richtig klappt, mit dem Upload und so, dieses Jahr gespendet. Vielen Dank, dass ihr Teil dieser Reise seid. Vielen Dank, dass ihr mich mit meinem Vorhaben unterstützt und vielleicht kriegen wir die 1.000 € mit diesem Video geknackt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich glaube, die Arche würde sich dafür auch freuen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!